kleiner Lichtblick für den Tag. Mittwoch, 2. Oktober. Der Text für den heutigen Tag steht in Matthäus 25, Vers 35a und 40b. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Es war spät am Abend. Ich stand im Untergeschoss des Stuttgarter Bahnhofs und wartete auf die nächste U-Bahn nach Ostfildern. In solchen Situationen beobachte ich gern die Leute und versuche zu erahnen, wie sie ihr Leben gestalten. Oft begegnen mir Menschen, die gerade von einem Konzert, einem Fußballspiel oder sonst einer Veranstaltung kommen. Ihre Kleidung weist jedenfalls darauf hin. Meist sind junge Pärchen unterwegs, die wie ich froh sind, dass so spät noch Straßenbahnen fahren. An diesem Abend fiel mir nichts Besonderes auf, bis ich in einiger Entfernung einen Stadtstreicher entdeckte, der von einem zum anderen ging und seine Hand ausstreckte. Ich kannte ihn. Er war mir schon ein paar Mal in der Stadt begegnet und aufgefallen. Die Not war ihm anzusehen. Diesmal wollte ich ihn nicht leer ausgehen lassen. Ich griff nach meiner Geldbörse. Einen Euro hielt ich für angemessen, wenn jeder so viel geben würde. Die meisten Passanten ließen ihn abblitzen, bis er zu einem älteren Herrn kam, der wohlgekleidet wie ich einfach dastand und wartete. Als der verlotterte Mann die Hand ausstreckte, zog der Herr sein Portemonnaie aus der Manteltasche, entnahm einen 10-Euro-Schein und legte ihn lächelnd in die Hand des Bettlers. Er lächelte zurück. Sie wechselten kein Wort, aber ich hatte irgendwie den Eindruck, als würden sie sich kennen. Wortlos verschwand der Geldschein in der ausgebeulten Hosentasche. Danach drehte er sich zur Seite und steuerte mit etwas schnellerem Schritt als vorher auf die Rolltreppe zu. Als er an mir vorbeikam, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Er blieb nicht stehen, sondern ging einfach an mir und den neben mir Stehenden vorüber. Ich hielt den Euro noch in meiner Hand. Ich war beschämt. Die Begegnung des Stadtstreichers mit dem älteren Herrn konnte ich nicht vergessen. Das Lächeln auf ihren Gesichtern sehe ich heute noch. Wie oft habe ich mich schon gefragt, ob es sinnvoll ist, einem Stadtstreicher etwas in den Hut zu werfen oder in die Hand zu geben. Warum frage ich eigentlich danach? Günther Machel.